Es ist egal, was du verkaufen willst. Du musst schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken. Das ist der Sinn von dem Podcast hier. Guten Tag. Wir können nicht immer die Songs von Kevin MacLeod nehmen, weil er uns sonst bald verklagt. Der macht das wirklich. Guten Tag. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuhörenden, zum Abschnacker. Der neue Erfolgspodcast. Mit Joko Winterscheid. Der neue Unerfolgspodcast. Auf Internet, im Internet. Überall, wo es Internet gibt. Mit dabei, hey. David. David, hey. Und Jochen. Hallo. Hier sind wir mal ein bisschen lässiger, oder? Mhm. Nicht so immer so elegant, eloquent wie im langweiligen Nerdship-Podcast für Erwachsene. Hier holen wir die Kids ran. Mhm. Hier duzen wir uns auch. Es gibt eine Rubrik, wo wir Überraschungseier öffnen und dann beschreiben, was da drin ist. Genau. Mhm. Ich habe auch keine Hose an, fällt mir gerade auf. Bonbons aus. Und es gibt am Ende noch einen QR-Code, den sprechen wir dann ein und da könnt ihr euch so Sticker-Sets für WhatsApp runterladen. Abschnacker ist der erste Podcast, der komplett an TikTok entsteht. Genau. Keine Ahnung, ob das geht, weiß ich nicht. Sind das nicht auch immer bloß so ein paar Sekunden-Videos oder ist es tatsächlich was Längeres? Ich hab keine Ahnung, Jochen. Die Kids lieben es. Ich hab heute ein Video von John Lajoie gesehen. Oh. Die folge dem mal bitte auf Instagram. Dass er zu alt für TikTok ist. Wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann genau, ich da das hat er ein Lied, das er zu, also er macht ein TikTok-Video und es geht aber nur darum, dass er zu alt für TikTok ist und dass es peinlich ist, was er macht. Was schön. Mhm. Zu Corona hat er auch ein gutes Lied gemacht. Mhm. Da haut er das jetzt alles raus. Als Corona anfing, da hatte ich nochmal einen Tag, zwar vor dem Shutdown, da war meine älteste Nichte da. Wir waren zusammen bei meiner Mutti. Und die hing da halt so rum mit. Und die war den ganzen Tag, wie es halt bei den Kids so ist, im Internet innen drin. Und ich dachte, ja, cool, Internet, GMX, E-Mails checken, Google Maps, schöne Rude ausdrucken. Aber nein, was hat die gemacht? Die war den ganzen Tag im TikTok. Und die haben sich da nur irgendwelche Videos mit 5 bis 7 Aufrufen hin und her geschickt. Mit ganz banalen, alltäglichen, langweiligen Scheiß. Da habe ich dann noch ganz sehr geschimpft mit meiner Nichte, weil ich dachte, Internet schön und gut, aber macht mal geileren Content. Mach mal so wie dein Onkel, so richtig coolen Content. Und das war dann aber wirklich nur so, was jemand fährt mit dem Fahrrad wo lang. Und da passiert doch nichts. Also da kommt nicht ein Bär hin und vergewaltigt den, sondern der fährt nur mit dem Fahrrad einmal durchs Bild. Und ich denke, was ist denn der Witz? Als das angefangen hat mit Internetvideos, da kam dann immer noch irgendwie so ein Trollgesicht und man ist erschrocken oder so. Aber das ist wirklich dann das Eingeständnis, dass das eigene Leben so uninteressant ist, dass man sich lieber anguckt, wie der Typ aus der Klasse mit dem Fahrrad einmal durchs Bild fährt. Und so füllt man den ganzen Tag, die ganze Freizeit mit so einem langweiligen, banalen Scheiß. Ich will jetzt nicht eine ganze Generation von TikTok-geilen Teens abschrecken. Die wollen ja auch immer noch unsere QR-Codes und so lange müssen sie jetzt noch durchhalten. Aber komisch, oder? Und ich glaube aber, die Generation vor uns hat genauso über uns geredet, als wir vermeintlich sinnlosen, langweiligen Scheiß den ganzen Tag nur noch gemacht haben, was für uns aber die Welt bedeutet. Aber wann war denn die letzte Generation, die noch was Relevantes gemacht hat? Die den Ersten Weltkrieg gemacht haben? Also mit Generation brauchst du gar nicht anfangen, weil Jochen ist ja noch eine ganz andere Generation als wir. Ja, Jochen hat ja damals den Marshallplan noch mit aufgeschrieben. Oh. Na, die letzten, die was Relevantes gemacht haben, waren so unsere Omas und Opas. Ja. Und Jochens Mutter. Halt. Genau, die haben nach dem Krieg wieder aufgebaut. Ja. Nee, aber ist es nicht so in die Richtung, die hast du ja auch schon öfters mal angesprochen, dieses Selbstwirksamkeitsprinzip, dass man einfach ein Video macht, um sich dann selber anzugucken und zu sagen, ja, guck mal, das da bin ich in dem Video. Aber ich meine, das ist ja dann sogar noch eine Stufe weiter, weil man dann, wie du das sagst, dann irgendwie vom Klassenkameraden ein Video anguckt und guckt, ja, guck mal, den kenne ich, mit dem bin ich schon mal in die Klasse gegangen. Oder ja, der hat 5 sowas in die Richtung. Views.
Ja. Also ich merke das jetzt wieder. Also ich habe ja einen YouTube-Kanal, aber der ist ja ganz schlecht und ganz unerfolgreich. Genau. Aber ich habe das Gefühl, alle Leute, die ich kenne, so persönlich kenne, die gucken sich das an. Einfach nur, weil, ja, den kenne ich ja in echt. Also ich kriege das immer wieder mit, wenn ich mal so echte Freunde treffe. Also nicht euch, sondern andere echte Freunde. Dann sagen die immer so, oh, ich habe letztens das und das mir angeguckt. Da hätte ich immer so, warum? Ja, aber ja, du machst ja Content. Bei dir ist immer so das Gefühl, ja, also na, ich ja, hab bei deinen Sachen immer das Gefühl gehabt, und ich muss aber auch ganz kurz noch dazu sagen, in letzten Wochen schaue ich nur noch sehr sporadisch bei dir rein, weil du ja nur noch diese unheimlich langen, teilweise über 4 Stunden langen Let's-Play-Videos machst. Mhm. Aber so das, und was... Den letzten noch zu vergraul, der noch da war. Ja, genau. Aber das, was du viele Jahre zuvor gemacht hast, dieses doch etwas kondensiertere Hoogie to go, das hat doch den Leuten, die es geguckt haben, immer sehr viel Spaß bereitet. Wie halt zum Beispiel auch John Lajoie, einer der besten YouTube-Channel, war für mich halt immer der Hoogie-Channel. Da gab es immer was zu schmunzeln und du hast ja eine gewisse Persona da, wo ich dann sogar sage, da investiere ich freiwillig meine Zeit rein, weil ich wahrscheinlich was rauskriege. Ist mal ein bisschen lustig, machst du Hugi betrunken und es ergibt sich daraus ein Witz oder du machst irgendwie ein richtiges, echtes Spielfilm-Video oder sowas. Und da hatte man, glaube ich, wenn man dir nur gefolgt ist als Zuschauer, immer das Gefühl, irgendwann kommt dann mal der Durchbruch und dann war man von Anfang an dabei. So Red Letter Media oder sowas in der Richtung von der Zielgruppe her, oder Rocket Beans. War nur sehr viel Geduld. Genau, aber das ist ja nie passiert, komischerweise. Aber ich glaube. Ja, Dave, pass auf. Ja, oh, jetzt kommt's. Bald kommt's. Denn ich habe im Prinzip ein TikTok-Video gemacht. Also, wenn ich jetzt nicht schon so alt wäre, dann wäre das jetzt schon auf TikTok drauf. Aber noch liegt es hier in meinem Schrank, so eine Filmrolle. Liegt hier im Schrank. Ich muss das nur noch schneiden. Ja, du musst das an die TikTok-Headquarters schicken. Per Einschreiben, aber. Ja. Ich kann es euch ja schon erzählen, weil, na, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist das schon online. Mhm. Versprochen. Also, ihr werdet dann nicht mehr überrascht sein, aber ich erzähle auch nur grob, was passiert ist. Ich hab, kennt ihr Surström? Natürlich nicht. Das ist, aber ihr kennt den Namen nicht. Das ist dieser Fisch aus Norwegen, den die so einlegen in Dosen, dann erst in so Fässer packen, dann verbuddeln für 12 Jahre ungefähr. Mhm. Dann vergammelt der so. Dann packen die den in Dosen und dann gast das immer noch weiter aus und die Dosen stehen so unter Druck und wenn man die aufmacht, explodieren die. Und dann ist das angeblich eine Delikatesse. Der stinkt wie Scheiße, wie verfaultes Ekelzeug. Und das habe ich gegessen. Geil. Und davon gibt es ein Video. Und da werde ich noch so Special Effects dran machen, dramatische Musik unterlegen. Ja. Ich habe jetzt schon gedacht. Und das ist dann auch nicht so lang. Aber fährst du da auch mit dem Fahrrad mal durchs Bild? Oder tanzt du dann zu Kesha? Ich schneide dann noch jemanden rein, der mit dem Fahrrad fährt. Und Flammen im Hintergrund mache ich noch irgendwie ran mit Photoshop. Aber Hugi, ich als alter Medienwissenschaftler, ich hau dir jetzt mal die TikTok-Geheimweltformel um die Ohren. Mhm. Also, Schritt 1. Eine attraktive 15-Jährige sein. Schritt 2. Zu irgendeinem Lied von Miley Cyrus oder Ariana Grande abdansen. Das war's. Gibt nicht noch einen Schritt 3. Ja, es ist ja auch nicht für TikTok, das Video. Es ist ja nur für meinen YouTube-Kanal. Also ich habe ja deine Kritik gerade verstanden. Du hast meine Livestreams. Du willst den alten Hoogie zurück. Genau. Ja, ich werde das auch, glaube ich, machen. Ich werde vielleicht einfach mir einen neuen YouTube-Kanal zulegen, wo ich die langen Videos dann einfach draufpacke, für die Leute, die es sich wirklich angucken. Also bis jetzt nur Crystal Matt. Weil die live nicht angucken kann, warum auch immer.
mache ich für sie einzeln so diesen Kanal und auf meinem einen Kanal kommt dann höchstens so Zusammenschnitte davon. Mhm. Weil da ist viel Material drin, was man gut machen kann. Man muss es noch zusammenschneiden. Ja, das ist halt das, was ich immer vermute, dass in den Let's Plays auf diese 3 Stunden im Durchschnitt, wenn überhaupt das reicht, so ganz viele tolle Momente immer mal kommen. Mhm. Aber ich hab die Zeit nicht. Ja. Das ist das Problem. Und TikTok, das ist perfekt für Leute wie mich, die immer on the road sind, immer von A nach B und dann nur 15 Sekunden am Tag Zeit haben. Und wenn ich da halt, sagen wir mal, Bock habe auf ein Video, wo jemand mit dem Fahrrad durchs Bild fährt, ich finde sowas auf TikTok zuverlässiger als aktuell auf YouTube. Habt ihr euch mal bei TikTok angemeldet? Mhm. Nee. Ich habe mich mal angemeldet, weil ich mal gedacht habe, pass auf, alle Trends habe ich immer verpasst. Wein habe ich verpasst, YouTube habe ich zu spät mit angefangen, was gab's sonst noch? Facebook, Instagram, immer zu spät. Und dann ging das gerade so los mit TikTok. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich dabei. Ist schon, glaube ich, schon auch lange her mittlerweile. Da war ich drauf und dann ist das halt so, dass dir direkt einfach irgendwas angezeigt wird. Und das war richtig scheiße. Da habe ich direkt deinstalliert. Also ich hatte genau für 10 Sekunden TikTok. Das war gleich so, dass ich einfach so erschlagen wurde mit irgendwas, wo ich gedacht habe, nein, ich kann nicht, das halte ich nicht aus. Ich hätte mir gewünscht, dass es einfach nur ein Typ gewesen wäre, der mit dem Fahrrad von links nach rechts fährt. Da hätte ich noch gesagt, ja, das kenne ich. Da kann ich was mit anfangen. Aber das war irgendwie... Ja, also, naja, wie du schon sagtest, halt irgendwie ein 12-jähriges Mädchen, was zu Miley Cyrus was singt. Das war zu viel für mich. Das geht nicht. Ich weiß ich nicht. Jetzt schon Angstschweiß wieder, wenn ich darüber wieder nachdenke, wie das war. Ich mache ja immer so Mini-Videos, auch manchmal für Instagram, wo ich was im Zeitraffer, wie ich was zeichne, einfach nochmal. Da hochlad. Ja, da musst du noch geile Mucke drunter packen. Mhm. Will ich noch geile und Mucke. Rauf damit auf TikTok. Und dann freie Musik. Sich irgendjemand anders und der wird das dann so machen, dass das so aussieht, als ob er das zeichnet. Okay. Und dann kommt noch jemand anders und der steht da ohne Hose und guckt sich das an. So verstehe ich TikTok. Ich finde das ja schlimm. Das ist für mich so das, wie das Internet funktioniert. Dass das Internet so voll ist mit Redundanz. Und vor 10, 20 Jahren, wo ich auch mal angefangen habe mit dem Internet, da hatte ich das Gefühl, da war... Du das Internet entdeckt hast. Genau. Du hast das ja groß gemacht. Ich habe das damals, genau, in der Bibliothek in einem alten Buch entdeckt. Und ich fand damals, gab es halt auch schon viel so Quatsch, was es heute auch noch gibt, in so einer rudimentären Anfangsform. Irgendwie so Porno-Seiten oder irgendwelche Fan-Seiten von irgendwelchem Scheiß und alles sah irgendwie dumm aus. Aber ich hatte das Gefühl, da steckte noch mehr Idee oft dahinter, wenn man eine Seite gepostet hat oder irgendwelchen Content gepostet hat. Und das ging dann immer mehr in die Binsen und irgendwann wurde so die Demokratisierung des Internets der größte Feind des Internets. Also das, was ja immer alle hervorgehoben haben, als hey, jeder kann alles machen, aber das ist ja eigentlich totaler Scheiß. Ich will gar nicht, dass jeder alles machen kann. Ich möchte, dass es so eine Art redaktionelle Verwaltung vom Internet zu einem gewissen Grad gibt, wo zum Beispiel bei YouTube jemand doch nochmal guckt, na, können wir nicht mal hier diese 500.000 Videos löschen, wo jemand irgendwas ge-re-uploadet hat und aber noch mit spanischen Untertiteln. Das ist doch irrelevant. Wir verschwenden doch das ganze Internet. Das ist irgendwann, ist es mal alle. Und dann ärgern wir uns über die ganzen Videos von den 13-Jährigen, die Kesha singen und dazu fährt jemand mit dem Fahrrad ohne Hosen durchs Bild. Und ich finde es nicht gut, dass jeder alles posten kann. Das ist jetzt eine sehr unpopuläre Meinung, aber von mir aus zeitlich sehr begrenzt, aber insofern sehr begrenzt, dass es dann wirklich geschreddert wird. Und ich glaube, so wie die Leute wissen, oh, das, was ich jetzt poste, wird irgendwann geschreddert, wenn es nicht irgendwelche Kriterien erfüllt,
Ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe vielleicht in Zukunft. So war doch das Snapchat, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder? Ja, das, das Snapchat. Das war doch das immer nur ein paar Sekunden. Das gibt ja aber zum Glück auch deswegen, glaube ich, nicht mehr so richtig, oder? Mhm. Weil. Nee, aber das war doch das, oder was anderes, wo man wirklich nur jemand was schicken kann und dann kann man es 5 Sekunden lang angucken und dann ist es weg. Genau. Und das ist aber halt der Punkt, weil ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Snapchat aus, aber ich glaube, die App ist ja nicht mehr so populär, außer für irgendwelche Filter, damit man so eine Hamsternase hat. Hm. Aber so der Content von Snapchat, ich glaube, das ist was kaum noch jemand von den großen Influencern so richtig nutzt. Die hatten halt mal vor 5 Jahren oder so alle noch diesen Snapchat-Geist mit in ihrer Kontaktliste. Hier könnt ihr meinen ganzen Kram angucken. Da wollen wir dann dieses gelbe Snapchat-Logo mit dem weißen Geist. Und das sehe ich immer seltener. Das kommt noch manchmal vor. Und ich finde, es ist aber genau der Beleg, dass die Leute eben nichts machen wollen, was ein Verfallsdatum hat. Mhm. Und selbst meine Nichte denkt, schätze ich mal, dass das irgendeine Form von kultureller Relevanz noch entwickeln könnte, wenn die da dutzende TikTok-Videos reinstellt, wie die Bibi und Tina-Lieder nachsingen. Mhm. Und ich denke mir aber, ja, nee, das bleibt bei diesen 5 Views, die du hast. Das wären nicht noch mehr. Und ja, aber das ist vielleicht auch was, so dieses, man sagt ja immer so schön, das Internet vergisst nicht. Und das ist dann auch genau diese Richtung. Also wir sind ja jetzt aber in einem Zeitpunkt. Aber es gibt doch TikTok-Stars. Ja, es gibt TikTok-Stars. Nee, aber ich meine. Ja, was haben die denn dann anders gemacht? Ja, bessere Videos, sich mehr Mühe gegeben, da mit einer Strategie rangegangen. Und dann sag, geh doch mal zu deiner Nichte. Ja, mache ich ja immer. Das mache ich ja immer. Ja, dann musst du ja dann mal Beispiele geben. Ja, habe ich alles schon gemacht. Also, wir sind ja schon auf einer Wellenlänge. Also, ich sag ja auch immer. Hast du es schon mit Schlagen mal ausprobiert? Hab ich als einziges noch nicht. Aber ich sag ja auch immer wieder zu meinen Nichten, wenn ich die frag, hey, was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Und die sagen, ja, YouTube-Star, sag ich, ja, dann mach. Aber dann denk nicht. Ja, dann können die mich mal featuren. Genau, dann denk nicht, dass das einfach ist. Und ich glaube, das ist immer noch in den Köpfen von vielen Kids, dass die denken, ja, ich muss ja nur Content produzieren. Aber die Leute haben keine Ahnung, was da alles im Hintergrund abgeht. Also was da alles an Disziplin und einer gewissen Professionalität selbst hinter scheinbar banalen Formaten wie einem Let's Play dahinter steckt. Mhm. Und das ist echt krass. Und ich habe mir jetzt sogar beruflich mit einem erfolgreichen Let's Player zu tun. Und da staunst du schon, wie durchgetaktet da so ein Upload-Plan ist oder generell der ganze Tagesplan. Und wenn ich mir da viele von den Kids angucke, die mir dann immer mal sowas schreiben oder meine Nichten, die mir das halt direkt sagen, dass sie halt sowas mal beruflich machen, dann denke ich mir, ja, aber ihr seid jetzt mit euren 13 Jahren schon fast zu alt, weil ihr jetzt schon mal langsam hättet anfangen müssen, euch eine Community aufzubauen. Und wenn ich das mal beziehe auf meine Comic-Zeichnerei, bei mir ging das etwa in dem Alter los. Also ich bin ja etwa gerade so in das Erwachsenenalter reingekommen, wo Internet so langsam relevant wurde. Und da habe ich direkt angefangen, mir in Online-Communities als Manga-Zeichner einen Namen zu machen. Auch wenn das alles sehr überschaubar blieb. Aber ich frage mich dann manchmal schon, wenn ich diese Mühe und auch gewisse Professionalität, die ich dafür früh entwickelt habe, in der Szene mir was aufzubauen, stattdessen in YouTube investiert hätte, wie weit ich da hätte kommen können. Na, Hugi, für dich ist das ja natürlich noch viel näher, das Phänomen. Ich muss mal ganz kurz die Katze rauslassen aus dem Zimmer. Wenn ich drüber nach... Muss ich das dann gleich wiederholen? Vermutlich. Wie lange kann das dauern, die Katze aus dem Zimmer zu lassen? Warum muss er die Katze aus dem Zimmer lassen? Darf die Katze das nicht hören? Damit die Katze nicht noch YouTube-Star wird. Jetzt habe ich die Katze rausgelassen. Es waren sogar 2 Katzen. Ach so, deswegen hat es so lange gedauert. Ich habe schon ganz oft gedacht, wenn ich ja schon angefangen hätte mit YouTube. Ich habe ja gesagt, ich habe zu spät angefangen. Ich hätte halt so bestenfalls 4 Jahre früher schon anfangen sollen.
Da wäre ich dann nämlich noch zur Schule gegangen. Beziehungsweise, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich nicht schon da gearbeitet hätte, wo ich mit YouTube angefangen habe, sondern wäre ich da aufs Gymnasium zu der Zeit oder so gegangen wäre. Dass ich halt einfach mehr Zeit gehabt hätte. Weil das Ding ist ja, ich habe dann halt schon gearbeitet, ich war dann immer nur so am Wochenende rein. Und du musst, ich habe da halt damals, als ich angefangen habe, sehr viel Zeit investiert. Im Vergleich zu jetzt, lächerlich, wie viel mehr Zeit. Obwohl halt viel weniger dabei rauskam, weil jetzt theoretisch, hast du ja gesagt, kommt halt so ein 4-Stunden-Video dabei raus, aber so ein langweiliger Livestream, den man nicht angucken will. Und damals war das halt so kondensiert. Da war halt eine ganze Woche Arbeit für so 10 Minuten ist da drauf gegangen. Und das waren viele Stunden, die da reinflossen ist. Das Schreiben, das Aufnehmen, das Schneiden. Das war auch noch die Zeit, wo viele YouTuber mal rumgejammert haben, wie aufwendig das ist. Weil die noch nicht wussten, dass das dann nicht gut ankommt. Aber die hatten ja recht. Es ist ja viel Aufwand, viel Arbeit gewesen. Na gut, und es ist ja jetzt auch immer noch viel Aufwand. Oder es ist halt einfach viel Aufwand. Das ist halt deswegen, ich kann das nicht mehr da rein investieren. Weil ich halt gemerkt habe, na, ich möchte ja auch Comics zeichnen. Und das ist ja auch viel Arbeit. Und man muss sich irgendwie fast für eins entscheiden. Ich bin da ganz eifersüchtig auf Leute, die das hinkriegen. So ein, die irgendwie Comiczeichner, Manga-Zeichner sind und die aber auch noch so einen YouTube-Channel haben und das so miteinander verbinden können auch noch irgendwie. Aber ganz ehrlich, kennst du da großartig Leute, wo du sagst, ja, die machen das beides, aber beides in der Qualität, wo du sagst, eher, nee, richtig gut. Naja, das sind oft dann eher so Illustratoren-Leute, seltener wirklich Comiczeichner, aber das ist dann doch nochmal wieder. Weil beim Comic ist ja auch viel Langweiliges noch so dabei. Es ist halt, ne, hat nicht immer ganz so viel Schauwert, glaube ich. Ja. Also ich kenne ein paar Leute, die machen auf YouTube richtig erfolgreich gute Comic-Kunst. Die sind aber dann halt primär YouTube-Stars und die haben noch nie einen Comic rausgebracht. Und das möchte ich dann halt auch nicht. Und ich habe jetzt auch das erste Mal seit vielen Jahren wieder so ein bisschen mehr Ambition auf YouTube Sachen zu posten. Und ich muss dazu sagen, ich habe im Jahr, als YouTube online ging, einen YouTube-Kanal gehabt. Das darf man nicht vergessen. War das 2005? Da hatte ich auf alle Fälle schon ein YouTube-Video. Und es hatte auch viele Views. Also mindestens 3.000. Ein kleines stationäres Endgame. Nee. Ich hatte da noch einen anderen Channel zusammen mit zwei Kollegen vom Zivildienst. Und YouTube war halt noch ganz neu, aber es war halt schon so ein ganz gut bekannt. Das war relativ schnell, hatte das schon so einen gewissen Stellenwert. Und wir hatten also da. Du warst der erste YouTube-Star, möchtest du? Ich sagen. Kann man so sagen. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, aber wir haben ein Video gemacht, was eigentlich ganz gut passt zu dem, was du erzählt hast, Tugi. Also schon so ein bisschen mehr Produktion ist da reingeflossen. Das hatte ein, zwei Schnitte sogar. Wir haben das nur mit einem Handy aufgenommen. Und das hatte einen Song. Und der Song war sogar über eine separate Tonspur eingesungen. Und habe ich übrigens komplett alles selber gesungen. Und meine Kumpels und ich, wir haben dazu was getanzt. Und das war eine Ummodellierung des Fun-Songs von SpongeBob. Und das hatte dann innerhalb von ein paar Stunden schon über 3.000 Views. Und wir dachten halt, das ist normal, dass wenn man was bei YouTube reinstellt, dann hat es halt einfach ein paar tausend Views. So, paar Jahre später, ich habe dann irgendwann, als ich an der Uni ein bisschen Zeug aufgenommen habe, gedacht, ach, ich packe mal ein bisschen was davon auf YouTube, aber ohne so ernsthaft da jetzt Ambition zu haben. Und hatte auch wieder teilweise ein paar tausend Views dafür. Und dachte, das ist halt einfach so. Und dann habe ich aber gemerkt, gerade bei dir, Hugi, du machst viel besseren Content, als ich bis dahin gemacht habe. Man hat es dann streckenweise nur noch so 60 Views. Und ich dachte, hä, was ist denn los? Und wo ich dann vor, ich sag mal, anderthalb Jahren auch wieder angefangen habe, einen neuen YouTube-Channel, meinen insgesamt bisher dritten, mit Content zu füllen, habe ich gemerkt, oh, jetzt komme ich aber auch kaum noch über 60 Views hinaus. Aber ich muss auch sagen, es ist auch nicht so schlimm, weil die Sachen, die ich produziere, jetzt auch nicht den Anspruch haben, ein Massenpublikum abzuholen. Denn ich zeichne mich halt, also ich zeichne Bilder und filme mich dabei
Also ich filme wirklich nur... Du filmst aber dich, du filmst immer nicht, was du zeichnest. Ja, ich filme eigentlich nur, wie da mein Penis langsam hart wird, weil ich das so geil finde, was ich da mache. Nee, das wäre ja erfolgreich, das ist ja das Problem. Und ich habe da halt meine 5-6 Leute, die gucken sich da auch jedes Video an und krieg sogar verhältnismäßig viele Kommentare dafür, dass ich so wenig Views habe. Also im Durchschnitt sind es halt, was ich aktuell 60 Views. Aber ich kriege halt auch 5-6 Kommentare, denke ich, oh, no, ein Zehntel, nicht schlecht. Aber ich komme halt kaum mal über 100 Views. Und das ist ja total traurig, aber es gibt viele Leute, denen reicht das. Mir nicht. Mir auch. Ich bin ganz unzufrieden. Also mir reicht so das, was ich jetzt gerade mache, aber ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt ein paar Jahre noch machen würde und ich würde merken, dass sich an der Durchschnittsviewzahl nichts mehr großartig ändert, dann würde ich es irgendwann noch mal wieder lassen. Weil ich mache ja jetzt auf Twitch Livestreams, ne? Ja. Und es gibt da ja so Erfolgs... Also du siehst ja auch, wie viele Leute dir folgen. Und dann gibt es ja Affiliate, dass man irgendwann Affiliate wird. Dann kannst du da Geld verdienen. Ja. Und ich habe ja vor ein paar Wochen erst damit angefangen, regelmäßig da wieder zu streamen. Hab da früher schon mal ein paar Mal gestreamt, aber naja. Und das ging jetzt aber relativ schnell, dass ich diesen Affiliate-Status bekommen hatte, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, über 100 Follower da hatte und ich weiß gar nicht, was man da noch erfüllen musste, aber es ging halt zügig, sage ich mal. Mhm. Ich habe gedacht und guck halt, ich kriege immer jetzt mit, ich folge dem Twitch-Sub-Bot-Dingsbums-Kirchen auf Twitter. Und immer wenn man dann halt Twitch oder so, wenn das als Hashtag da drin ist, dann teilt er das. Und da sind, das habe ich dann halt immer so hunderte von ganz kleinen Livestreamern, die dann ihre Dinger da teilen, wenn die einen Livestream machen. Und die haben halt auch überhaupt keine Zuschauer. Und jetzt, letztens habe ich dann was gelesen, wo halt eine meinte, ja, jetzt nach anderthalb Jahren habe ich endlich den Affiliate-Status erreicht. Und du musst halt eigentlich nichts haben, um den Affiliate-Status zu erreichen. Es ist halt so, im Vergleich zu, wo du sagen würdest, ja, das ist ein erfolgreicher Livestream, ist das halt nichts. Das ist einfach, ich glaube, 10 Zuschauer oder so brauchst du dann nur so im Durchschnitt und so. Und du denkst, das ist so wenig. Was ich halt relativ schnell geschafft habe, wo ich dann so gedacht habe, ja, das ist bei mir ja schon krasser, aber ich habe ja aber auch 10 Jahre YouTube-Vorsprung wahrscheinlich dazu. Also deswegen folgen mir ja da Leute, weil die halt meinen YouTube-Scheiß schon kennen. Ja, aber hätte ich halt auch gedacht. Das ist so frustrierend alles. Dieses Ganze. Alles ist frustrierend. Alles im Internet ist scheiße. Ich hatte ja auch gehofft, dass das jetzt eine gute Zeit ist, um halt nochmal so einen YouTube-Anlauf zu starten. Beziehungsweise habe ich YouTube, Patreon und Twitter am selben Tag neue Accounts mir gemacht. Das war kurz vor Ende 2018, also Richtung Neujahr noch schnell das gemacht. Und hatte damals aber schon sehr viel auf Instagram-Verkehr. Also ich hatte da, glaube ich, auch schon so Richtung 16.000, 17.000 Follower damals auf Instagram und auch durchschnittlich. Ja, dann hast du es doch geschafft. Was willst du? Ja, auf Instagram. Was jammerst du ja eigentlich rum? Aber Instagram kannst du halt nicht nutzen, um darauf was aufzubauen so richtig. Also ich bin zufrieden mit meinem Instagram, aber ich kann über Instagram nichts verkaufen zum Beispiel. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe ich kann das jetzt nutzen, diese Basis, und jetzt locke ich die Leute auf die anderen Kanäle, wo ich dann eher mal was kommunizieren kann. Was halt in die Richtung geht, hey, hier ist ein neues Buch draußen, guckt euch das mal an, oder hier neue Folge Nerdship Podcast. Das ist ja alles Zeug, das passt nicht in meinen Instagram-Account, deswegen kommt da auch nichts bei rum. Und es hat nichts gebracht. Also ein Video, was dann teilweise auf Instagram an die 100.000 Views hatte, genau dasselbe Video hat dann halt trotzdem nur 100 Views auf YouTube gehabt, obwohl ich da auf Instagram gesagt habe, hey, das gibt's jetzt auch nochmal auf YouTube, da könnt ihr es euch in HD angucken, da ist es nicht gekürzt, da ist es in voller Laufzeit, also falls euch das interessiert hat, ihr 100.000 Leute, dann guckt doch hier nochmal rein.
Kannst du vergessen, es macht keinen Mensch. Ja, weil das natürlich keinen interessiert, weil die gucken sich dann halt kurz auf Dings rein. Ja. Und dann scrollen die weiter, ne? Und du brauchst halt diese berühmten 1000 Fans, die halt alles von dir mitnehmen, die alles, was du machst, kaufen, sich angucken, sich anhören. Und die streuen das dann ja wieder. Und wir haben, ich frage mich ja ganz oft, wie viel von diesen 1000 Leuten wir haben. Also das ist ja in der, ich weiß nicht, Medienwissenschaft, in der Marktwirtschaft und so weiter wird es halt immer mal wieder gebracht, die Theorie der 1000 Fans, dass wenn du das schaffst, kannst du davon leben. Und ich frage mich, seitdem ich das erste Mal gehört habe, wo wir stehen, also wo du stehst, wo ich stehe, wo wir beide in Kombination stehen. Und ich komme dann immer geschätzt auf vielleicht 100. Ja, hätte ich auch gesagt. Und da hat sich aber auch nicht viel getan in den letzten Jahren. Und wir jammern ja immer viel. Aber man muss ja sagen, das Jammern bezieht sich halt auch immer darauf, dass wir uns ja Mühe geben, dass wir ja wirklich viel machen. Geben uns jetzt nicht so viel Mühe mit dem Podcast wie für manche andere Sachen. Also nicht, dass die Leute, die jetzt uns über den Podcast hören, denken, oh, wenn das jetzt aber das Durchschnittsniveau ist von allem, was die machen, dann gute Nacht. Nee, wir machen ja schon teilweise auch auf hohem Niveau Sachen. Aber ich habe immer das Gefühl, das versackt immer ganz schnell. Also du bist immer ganz schnell an einem Limit. Und selbst auf Instagram, wo ich ja super zufrieden bin mit dem Stand, wo ich bin, sehe ich dann ja gleich wieder, wo viele von den Kollegen stehen, die wir ja auch, wenn es Convention gäbe noch, theoretisch, wenn nicht gerade Corona ist, die teilweise neben uns sitzen auf einer Convention, wo ich mir denke, die haben auch nicht mehr Durchgangsverkehr wie wir im Verkauf. Und trotzdem haben die aber, keine Ahnung, 10-mal so viele Instagram-Follower wie ich. Und ich habe ja schon fast 30.000. Da denke ich mir immer, es ist auch alles nichts wert. Also gerade vor allem Instagram, das ist halt nichts wert. Ja. Und du brauchst eine andere Plattform, um wirklich diese Relevanz dir aufzubauen. Und YouTube ist die Frage, perfekt. Aber man schafft es halt nicht. Also ich weiß nicht, wie es im Jahr 2020 ist, aber das hatten wir ja auch schon oft, wenn du, was du ja vorhin sogar selbst gesagt hast, wenn du im richtigen Zeitpunkt dir auf YouTube das aufgebaut hättest, dann glaube ich, dann hättest du auch diese Basis zusammen. Ich sag das ja immer so. Ich denke, ich könnte auch, oder ich hätte vielleicht auch vor ein paar Jahren, also wirklich vor vielleicht 2-3 Jahren oder so, ich müsste halt mal irgendeinen Trend erkennen, was man jetzt gut machen kann, was ich gerne machen würde. Und wenn ich da dann viel Arbeit rein investieren würde, dann würde das bestimmt irgendwie funktionieren. Vielleicht braucht man dann auch ein bisschen Glück, dass man vom Algorithmus dann mal mitgenommen wird und so. Und dann aber halt, es ist ja auf YouTube immer so, wenn du merkst, da hat irgendwie jetzt was gezündet, dann musst du immer genau das wieder machen. Ja. Weil die Leute wollen immer genau das Gleiche von dir. Genau. Wenn sie erstmal wissen, aha, das ist dieser Typ, der hat mal... Ich hätte zum Beispiel, wo der Bademandelmann relativ gut erfolgreich war, dann hätte ich nur noch Handkommando-Songs rausbringen müssen, die alle genauso wären. Aber ich habe dann ja noch meine normalen Videos wieder weitergemacht. Aber das wollten die Leute nicht. Die Leute wollten Assi-Hits. Und den Teddybär. Und den Teddy. Ja, aber der Teddy war auch nicht so erfolgreich. Nicht? Also das ist... Nein, im Vergleich zum Bademandelmann, das war halt... Das war ja fast schon viral. Ja, geht so. Also viral ging ist das Heino-Lied gewesen, was aber auch wieder ein Hit oder ein Song war. Nee, aber dann hätte ich halt auf den Zug, das hätte ich halt checken müssen. Dass das das ist, was die Leute wollen. Ach so, die wollen so Lieder, das kommt ja gut an. Und dann immer nur noch so Lieder schreiben. Oder, ja, keine Ahnung, dann hatte ich ja ein paar Jahre später mal was mit diesem Poetry Slam-artigen Ding, was ja, das ist wirklich viral gegangen. Und dann hätte ich da immer mit weitermachen müssen. Aber ja, auch nicht gemacht. Weil ich halt aber noch andere Sachen wieder machen wollte. Das darf man nicht im Internet. Man darf nur eine Sache machen. Das gibt, glaube ich, auch Gegenbeispiele, aber... Ja, also ein Gegenbeispiel, das wären ja die Rocket Beans.
Die Rocket Beans, aber die sind auch nicht so krass erfolgreich. Ja, wollte ich halt gerade drauf hinaus. Mhm. Also ich glaube, die opfern halt ganz viel mögliche Reichweite, indem die sagen, ja, wir wollen aber lieber möglichst breit uns aufstellen und viel von dem machen, was wir cool finden. Und ich finde ja auch, die Rocket Beans, die können halt auch viel abdecken, weil die halt auch so ein großes Team mit so viel Ahnung haben. Und trotzdem müssen auch die sich manchmal eingestehen, oh na, das mit diesem Comic-Podcast-Format, das ist dann doch nicht so gut angekommen. Nehmen wir das mal raus und nehmen wir doch noch eine Sendung mehr mit irgendwie Videospielen. Buchclub hat auch nicht so funktioniert. Ja, genau. Und wenn du schon die Sendung halt anguckst, überall, wo die Bands nicht dabei sind, die sind schon mal eine Stufe niedriger einfach in der Einschaltquote. Ja. Ich freue mich dann schon, dass so ein Gregor halt zunehmend sich wieder eine Reichweite aufbaut. Also Gregor, das ist, ich gucke ja tatsächlich ganz viel, wenn ich halt Rocket Beans gucke, Gregor-Sachen, wo er halt mit dabei ist. Also primär der Retro-Club, weil ich aber auch alt bin. Und ich kenne die Sachen aus den 80er Jahren. Und dann sagt er auch manchmal so was wie, hey, wir haben ja wieder so eine Marke geknackt und hey, cool, jetzt schauen uns im Durchschnitt schon 100.000 Leute auf YouTube an. Denke ich mir, das ist aber eigentlich zu wenig für die Qualität, die in Gregor Katsios seit fast 15 Jahren grob geschätzt halt abliefert in der Szene. Und man muss ja auch dazu sagen, Gregor ist ja ganz maßgeblich verantwortlich durch seine Game One Plauschangriff Podcast, dass wir den Nerdship Podcast und jetzt Abgeschlapper oder wie das Ding heißt hier machen. Und trotzdem ist das ein weitaus weniger erfolgreicher Podcast als viele Podcasts, die vielleicht auch das als Basis hatten, wie sie ihren Podcast aufziehen. Zum Beispiel, du weißt, was ich meine. Mit den Typen, die auch bei Game Podcast. Nee, die auch bei Game One mal waren oder ein oder zwei mit Rockstar dabei. Mann, wie heißt denn das? Ach, Nukular, Radio Nukular. Radio Nukular. Genau, und das ist ja wahrscheinlich ein Format, was es ohne den Plauschangriff nicht geben würde, aber irgendwie 100-mal so erfolgreich ist, gefühlt. Und das ist halt das Ärgerliche, weil du musst letzten Endes, wie du ja richtig gesagt hast, immer irgendwo diesen kleinsten gemeinsamen Nenner finden zwischen dir und Publikum und diesen Nenner zur Basis deiner künstlerischen Existenz im Internet machen. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum bei mir Instagram funktioniert, weil ich am Anfang rumprobiert habe. Ich habe gemerkt, ja, was funktioniert oder was jetzt ein paar Mal funktioniert hat, das ist, wenn ich was mit Tusche zeichne, weil es nicht so viele Leute gibt, die was mit Tusche in der Qualität im Instagram machen können und aber viele Leute sich dafür interessieren, weil die sich da die Technik abgucken und so weiter, dann gebe ich denen das. Und so wie ich mal von der Formel abweich, gehen die Like-Zahlen richtig merkbar in den Keller runter. Und ich versuche aber alle paar Monate mal was zu streuen, dass ich sage, hey, ich kann aber nicht nur gut mit Tusche zeichnen, ich kann auch zum Beispiel gut mit Aquarellfarben arbeiten. Und dann streue ich mal heimlich was mit Aquarellfarben in der Hoffnung, dass ein weiteres Ding sich auf Dauer mal etabliert, dass ich noch was anderes machen darf, dass mir das Publikum noch was anderes erlaubt. Nein! Genau, bisher hat es zwar mal in so einem kleinen Rahmen mal geklappt, dass mal, was weiß ich, ein Screenshot, wo ich einfach nur ein finales Bild wo reinpack, gut funktioniert. Aber in der Regel wollen die nicht das finale Bild, sondern die wollen, wie ich das Bild gerade mal als wackeliges Handybild mit einem Stift im Foto und so weiter. Und wenn da irgendwas davon nicht erfüllt wird, merkst du richtig, hier fehlen ein paar hundert Likes, hier fehlen tausend Likes. Der spinnt ja wohl, der Füllegi. Was soll denn das sein für ein Rollen? Zählt er sich wohl für einen richtigen Künstler? Wo ist denn bitte der Stift? Und das ist halt total frustrierend. Deswegen kann ich das halt auch voll verstehen, Hugi, wenn du sagst, ja, aber ich bin ja nicht nur der Bademantel-Mann-Typ, ich bin ja auch der Teddybär-Typ. Und die Leute gönnen das dir aber nicht. Du machst das denen zu kompliziert. Und dann gibt's ganz selten aber doch mal so Fälle. Und ich zähle die Rocket Beans schon so grob mit dazu, aber jetzt auch mal sowas wie Red Letter Media, was wir alle gerne gucken,
Ich finde, die beweisen auch ganz gut, dass man sich ein bisschen breiter aufstellen kann. Ein bisschen breiter. Ja, die machen es aber halt auch, ich sag mal, sehr, die sind so sehr geduldig. Die überlegen sich im Vorfeld genau, was die gerne dann machen wollen. Und das produzieren die dann halt auch sehr mit sehr guter Qualität. Mhm. Und auch wenn es erstmal nicht so ankommt, die ziehen es dann durch. Weil zum Beispiel, ich kann mich da grob daran erinnern, dass das Half in the Bag, was die am Anfang, mhm, was sie dann gemacht haben. Also das war ja dann die Mr. Plinkett Reviews und alle wollten nur die Mr. Plinkett Reviews. Mhm. Aber die wussten schon, die können nicht einmal im Monat eine Mr. Plinkett Review rausbringen, weil das halt super aufwendig ist. Aber so Half in the Bag halt mal aktuelle Kinofilme bequatschen, das ging. Und das, die sind ja sehr gut, die Half in the Bag Sachen. Und obwohl das aber nicht so gut ankam am Anfang, haben die es einfach durchgezogen. Haben die einfach gesagt, so, nee Leute, da müsst ihr jetzt durch, ihr kriegt das jetzt. Mhm. Und irgendwann hat sich das dann halt, da haben die Leute gemerkt, ach so, stimmt, das wollen wir eigentlich. Wir wollen das Half in the Bag haben. Genauso wie dann mit dem Best of the Worst. Und so, ich glaube, mittlerweile ist es einfacher. Ich glaube, mittlerweile dürften die mehr ausprobieren. Ohne dass es denen gleich übel genommen wird. Die haben ja mittlerweile sogar quasi schon so Spin-offs. Also, ich weiß noch, die hatten am Anfang ja noch dieses Videospielformat. Mhm. Und das ist. Das heißt, glaube ich, auf einen anderen Kanal. Genau, das ist ein eigener Kanal geworden. Und ich habe jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich weiß aber noch, als das noch Normalteil von dem Red Letter Media YouTube-Kanal war, habe ich da auch alle Videos angeguckt, weil ich generell alle Videos auf dem Kanal angeguckt habe. Und irgendwann, wo ich gemerkt habe, ach, das ist jetzt gar nicht mehr Teil von diesem Kanal, habe ich bewusst halt deren separaten Kanal gesucht und da nochmal ein paar Videos angeguckt und hatte auch das Gefühl, ja, schlecht sieht's nicht aus mit dem Aufrufzahlen. Das ist natürlich jetzt nicht gleich das, was die bei Red Letter Media hatten, aber die wären nie so erfolgreich gewesen, wenn die nicht das als Pforte genommen hätten. Also wenn die direkt nur mit ihrem Videospielkanal da gekommen wären, da wären die bei 100 Views jetzt im Durchschnitt. Ja, das ist die halt, machen es halt aber auch, haben es auch richtig gemacht, weil die gesagt haben, na, das passt da nicht rein. Ja. Weil das halt Videospiel ist was anders wie Film. Also teilen wir das auf, machen wir einen eigenen Kanal für. Ja, und solange es halt dann und so alles funktioniert. Machen. Ich müsste halt eigentlich 12 YouTube-Kanäle haben. Ja. Auf dem einen sind nur Lieder, auf dem anderen sind nur Let's Plays, auf dem anderen sind nur Filme. Und so. Es ist halt so dumm, aber so müsste es eigentlich sein. Ja, aber ich glaube, da, das ist auch was, wo die Rocket Beans meiner Meinung nach auch ein bisschen dran, ja, vielleicht scheitern. Aber die haben ja auch dann ihren Rocket Beans normalen Kanal. Dann haben sie den Gaming-Kanal, dann hatten sie irgendwie zwischendurch mal das Hangy, das gibt's jetzt nicht mehr. Dann ist jetzt Kino Plus als eigener Kanal raus. Echt? Ja. Ja. Und, also ich, ja, da scheitere ich dann oft dran, weil ich das nicht mitkriege, dass die immer wieder neue YouTube-Kanäle gründen. Ja, genau. Und das ist halt so, tatsächlich, man ist ja nicht immer hundertprozentig nur da dabei und guckt da alle Ankündigungen, alle Moin Moins und alle was auch immer so als Ankündigung benutzt wird. Und irgendwann merkt man dann halt so, hey, jetzt habe ich ein halbes Jahr lang schon die Sendung nicht mehr gesehen. Warum denn nicht? Warum erscheinen die nicht bei mir im Feed? Dann genau gerade das Ding. Dann, ich habe das nicht gewusst mit dem Kino Plus jetzt zum Beispiel. Mhm. Das erklärt ja, deswegen, einiges. Ja, also Kino Plus und dann ist ja auch dieses Bada Binge noch mit dabei, das Serienformat. Und ich weiß nicht, was da noch alles mit dabei ist. Aber ja, wenn man das nicht weiß, dann ja, fehlt es halt irgendwann mal. Und das ist auch ein bisschen schade. Und ich meine, klar kann man dann auf Video gucken oder auf den Kanal gucken, was da noch alles für benachbarte Kanäle mit dabei sind. Aber ja, das muss man dann auch aktiv machen. Ja. Und also, ja, ich halt habe nur neulich mit. Die Aufteilung finde ich dann auch schwierig, weil ich will halt so dieses. Also für mich ist es immer am besten, wenn ich sag so, hey, ich finde den einen Typ oder diesen einen Kanal finde ich richtig gut. Ich will eigentlich alles wissen, was die machen. Ebenso wie wie heißen sie? Red Letter Media. Mhm. Oder Cinemassacre oder ja, damals noch Channel Awesome, wo es gut war. Mhm. Wo man dann halt so eine Anlaufstelle hatte und gesagt so, hä, und da ist
ist alles, was ich brauche. Und da kann ich mir dann auch, wenn dann irgendwas neu rauskommt, dann werde ich darüber dann auch informiert. Das war ja auch die Idee eigentlich von That Guy with the Glasses, dass man dort auch mal in andere Kanäle reinguckt und guckt, so, hä, was wird mir denn jetzt hier gerade vorgestellt? Und darüber erfährt man dann auch einiges. Und das ist halt das, wenn jetzt Hugi zum Beispiel sich 5 verschiedene Kanäle machen würde und alles auf die 5 verschiedenen Kanäle aufteilt, okay, ich würde sie natürlich auch alle abonnieren, aber... Danke, Jochen. Ein Abonnent. Ein Abonnent. Ja, aber das ist dann halt schon das, und wenn dann irgendjemand neu auf Hugi kommt und irgendwas Neues oder durch irgendeinen Kanal auf Hugi aufmerksam wird, dann wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis er merkt, ja, das sind ja vielleicht noch andere. Ja. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch bei dem, jetzt hast du ja einige Rocket Beans Formate aufgezählt. Und Kino Plus habe ich ja schon regelmäßig geguckt. Und mir ist das halt auch aufgefallen, dass es gar nicht mehr in so meinem Feed vorkam. Da dachte ich, ja, vielleicht weil ich einfach ein paar Wochen das nicht mehr geguckt habe, dann irgendwann hast du es ein paar Monate nicht mehr geguckt, und da merkt man ja aber auch schon, dass man dann vielleicht nicht ganz so dran war. Aber bei Red Letter Media ist es wirklich so, dass ich jeden Tag gucke, haben die ein neues Video gemacht. Und du musst die Leute dazu bringen, dass die da so richtig abhängig werden. Und ich glaube, der Hugi hat tatsächlich ein paar solche Leute schon. Ich glaube nicht, dass ich so, ich will jetzt nicht meine 3 Fans da irgendwie jetzt misskreditieren. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch wenn ich insgesamt vielleicht mehr Reichweite habe als der Hugi, habe ich vielleicht nicht in der finalen Qualität das, was Hugi bei ein paar von seinen YouTube-Followern hat. Und ich glaube, wenn du da halt auf dem Level schon Leute über hast, deine Comics, aber nicht über den Instagram. Ja. Du brauchst halt diese parasoziale Interaktion. Die hast du natürlich über Comics halt auch nicht so doll. Nee. Aber ich glaube schon, dass es da halt einige gibt. Also halt vor allem unsere Stammleser, die halt so deine Comics geil fanden und dann deswegen auch am Stand sind und dich deswegen kennen. So, das sind solche Leute, die dann auch halt, die dann auch immer jeden neuen Comic kaufen. Aber sowas dann halt auch aufs Internet rüber zu schaffen, dass die halt dann jede Woche da sind und die jede Woche so einen Klick geben, was man ja anscheinend braucht im Internet. Das ist halt schwieriger. Ich glaube, bei mir ist halt auch einfach nie dieser Übergang so richtig konsequent durchgezogen worden. Also nehmen wir mal unseren Nerdship-Podcast, wo ich nach 6 Jahren etwa angefangen habe, da mal zu posten auf Twitter, hey, wir haben eine neue Folge. Und es gibt sonst kaum eine Möglichkeit für meine Stammleser. Und ja, sicher gibt's wahrscheinlich sogar so im Tausenderbereich Stammleser bei mir, weil ich ja nur auch für Tokyopop viele Leute erreiche mit meinen Büchern, wo ich überhaupt keinen Kontakt zu den Personen habe. Und ich glaube, das wäre halt für die echt cool zu wissen, was ich noch so mache. Und die würden sich vielleicht dann auch die Podcasts anhören, weil die vielleicht sagen, hey, mir hat 78 da auf der Straße des Hasses oder die mit meinem Game gut gefallen. Mich würde mal interessieren, was der Typ noch so macht. Aber ich mache da halt nichts, um da die Verbindung zu knüpfen. Und das ist halt dumm von mir. Also es ist halt jahrelang Fehlwirtschaften gewesen, weil ich das aber auch nicht verbinden wollte, muss ich sagen. Ich wollte, dass das immer für sich steht, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ja, aber es lohnt sich einfach nicht, dass das für sich steht. So funktioniert die Welt nicht mehr. Das ist halt unsere Traumwelt, von der wir immer noch manchmal denken, dass das irgendwann passiert, dass Leute nur wegen unseren Comics die Comics mögen und dass wir da halt eben nicht wie so ein paar Marktschreier noch drumrum wuseln müssen und Bademantelmann-Lied singen und irgendwelchen Mist auf Podcasts noch draufpacken und so weiter. Aber es funktioniert halt nicht. Und die Leute, die das halt schneller für sich erkannt haben, wie einige Kolleginnen von uns, sind auch entsprechend deutlich erfolgreicher, weil sie halt nicht so diese Lücke drin hatten.
Und ich ärgere mich jetzt rückwirkend schon sehr, dass das halt nicht von Anfang an konsequenter alles verknüpft war. Und ich hätte halt auch meinen ersten großen Hype-Moment, damals noch zu Animex-Zeiten, mit sowas wie meinem Webcomic studieren mit drin, das hätte ich nutzen müssen und direkt da überleiten müssen. Weil das Ende von Studieren mit drin, das passt ganz gut in die Anfangszeit vom Nerdship-Podcast. Man hätte damals direkt die Verknüpfung herstellen können. Ich glaube, dass die Zielgruppe tatsächlich sogar gleich gewesen wäre. Ja, ich frage mich auch immer, was gewesen wäre, wenn wir das einmal gemacht hätten und wenn wir dann nicht 2 Jahre pausiert hätten. Ja, zwischendurch. Genau. Weil wir ja echt früh eigentlich dran waren. Das ist nämlich so das Ding, Podcast. Das ist was wir früh genug eigentlich angefangen haben zu machen. Ja. Wo ich immer dachte, wo ich damals auch schon dachte, der Hype ist ja schon rum, aber nee, jetzt ist nämlich der Hype rum. Also wir waren schon da früh genug dran, aber ja, wir haben dann halt 2 Jahre Pause gemacht. Das war nicht so schlau. Aber das ist halt bei uns ja generell das Problem, dass wir auf so vielen Hochzeiten tanzen und so viel Zeug ausprobieren. Du weißt ja nicht, auf was du dich konzentrieren sollst. Du hast manchmal so eine Ahnung, ein Gefühl und denkst, ja, das könnte jetzt der Hype werden. Und ich weiß nicht, was ich damals dachte, als das mit dem Nerdship-Podcast losging. Ich habe bestimmt nicht gedacht, dass das was ist, was man 7 Jahre später immer noch macht. Ich dachte, da gibt es jetzt mal 3-4 Folgen, Themen, die irgendwie wichtig sind für uns und dann hat man das auch durchgespielt. So war es ja auch. Ja, genau. Und ja, das ist halt jetzt Fehlinformation gewesen damals, dass das halt eventuell nur mal so ein Schnellschuss-Ding ist. Ja. Ist es halt nicht, aber man weiß sowas ja nicht. Und es wird noch zig andere Sachen geben. Genauso werden wir vielleicht jetzt alle groß uns mit TikTok beschäftigen und merken dann halt nach 3 Jahren, hat sich nicht gelohnt mit TikTok. Und auf der anderen Seite... Das Problem ist, dass wir uns nicht mit TikTok beschäftigen. Ja, es war auch mehr ein Spaß, dass wir jetzt uns drauf konzentrieren, in der Hoffnung, aber dass es halt einfach TikTok schnell nicht mehr gibt. Aber wahrscheinlich ist genau wirklich das Umgekehrte der Fall. Wir kümmern uns nicht um unsere TikTok-Karriere und das wird uns jetzt noch 10 Jahre begleiten und TikTok wird dann ein eigener Streaming-Dienst und ja, dann ist in 10 Jahren gibt es irgendwie zig Comic-Zeichnerinnen, die geil auf TikTok damit angefangen haben, mit was auch immer. Die machen so wird's kommen. Die machen dann nämlich die Videos, wie sie was zeichnen und das mit Zeitraffer abgefilmt, einfach nur in SD-Qualität und sind damit super erfolgreich. Ich gucke das dann mal an und denke, das ist aber viel schlechter als meine Technik. Aber die haben es halt gemacht. Ja. Genauso wie alles andere, wie Patreon, wie Twitter, wie Webtoons, wie Tipp-Pestik oder wie auch wie immer. Wie denkst du, kommt das an, dass wir immer so viel jammern? Gut. Sicherlich richtig gut, ja. Ich weiß nicht so genau. Ja, also, ich habe schon ein paar Mal eine Ansage gekriegt, ich soll nicht immer so viel jammern. Also in den Livestreams, aber auch in den Podcasts. Aber wir haben halt so viel zum Jammern. Ja, ich hoffe aber... Was soll ich machen? Ich hoffe aber immer, ich glaub, dass doch durchkommt, dass es halt gar nicht mal so gemeint ist im Sinne von, ey, ihr müsst jetzt all eure Freunde kontaktieren, damit die uns auch noch geil finden. So ist es ja nicht wirklich gemeint, sondern... Nee, ich sag einfach, ja immer so. Ja, einfach nur, um deutlich zu machen, das ist der Stand. Und wir versuchen euch nur zu erklären, wo unser Fehler war, macht's besser. Und es gibt ja ich wirklich... Ich glaube auch, dass das bei Leuten, die schon älter sind, besser ankommt als bei jüngeren Leuten. So meine Wahrnehmung. Mhm. Dass ich merke, ach so, junge Leute, die sagen immer, nö, nicht so negativ sein, das Leben ist geil. Mm. Und die auch schon so eher mein Alter oder noch älter sind, die verstehen das, weil die auch so gescheitert sind im Leben. Auf eine andere Art und Weise als ich wahrscheinlich. Ah ja. Ja, ich glaube halt auch, dass die jüngeren Leute, die brauchen halt noch diesen positiven Zuspruch, dass die halt mal große TikTok-Stars werden und dass die mal berühmte Mangaka werden, die halt dann das neue One Piece zeichnen. Und wenn du denen dann halt erzählst, naja, das ist alles gar nicht so geil,
dann sehen die das halt auch als Angriff auf ihre Person, weil du denen ja deutlich machst, die sind auf der falschen Fährte. Und ich habe so viele junge Leute, gerade das ist das Ding, was Instagram wirklich nochmal ganz groß gemacht hat, ganz viele Leute, die mich dann halt auch mit Sensei oder so ansprechen, weil die halt dann in mir so eine Art väterliche Meisterfigur sehen wollen und ich soll denen dann Tipps geben und so weiter. Und ich denke immer, das ist schön und gut und ich gucke mir dann noch deren Zeug an und ganz oft ist das halt noch auf so einem totalen Anfängerlevel. Und ich rede denen auch gut zu. Und ich habe aber dann immer wieder das Gefühl, wenn man mal ein bisschen zu detailliert was antwortet, das wollen die gar nicht hören. Also die bedanken sich dann schon, ja, thanks für die ausführliche Antwort. Aber ich wollte eigentlich hören, ja, geh deinen Weg, leb deinen Traum, schlaf deinen Schlaf, werd ein Star-Mangaka. Und die wollen eigentlich nur weiterhin halt dieses Traumgebilde aufrechterhalten. Und ich glaube aber, dass es halt auch ganz viele Musiker und YouTube-Stars gibt, Let's Play oder was weiß ich, die genau so ein Fandom haben, wo die Leute halt mit sowas auf die zukommen. Und die wollen dann auch hören, ja, es reicht eigentlich, wenn du dein Lieblingsvideospiel nimmst und dann spielst du das jeden Tag, bis du ins Bett musst und dann wirst du reich. Die wollen auch nicht hören, dass man da halt seine Schedule mit einem Manager aufbaut und mit irgendwelchen Agenturen zu tun hat und ganz viel Promo-Arbeit machen muss und so weiter, weil das wird dann schon wieder anstrengend. Ja, die wollen vor allen Dingen nicht hören, dass wenn man es geschafft hat, dass dann immer noch alles scheiße ist. Weil ja, und denken, dass man... Ich muss nur YouTube-Star werden und dann ist mein Leben geil. Aber es stimmt halt nicht. Man muss immer wieder von vorne anfangen. Nur anders scheiße. Wie oft. Und genauso wollen halt so die Manga-Kids nicht hören. Also die ich habe halt auch das Gefühl, die denken auch, dass wir sehr erfolgreich sind. Na klar. Die sehen halt, oh ja, der hat aber schon 5-6 Comics rausgebracht. Das läuft auch da. Die sind immer auf irgendwelchen Conventions, die haben dann Spaß. Das stimmt ja auch alles. Aber was sie nicht sehen, ist, dass ich noch auf Erklärlager arbeiten muss. Ja, und was die auch nicht sehen, ist, dass aber, die vielen Comics sich halt auch nicht so gut verkaufen, ja, dass man aber da das halt Ding so einen Freizeitschein hat. Was ich immer denke, also ich muss dann immer dran zurückdenken, wie es bei mir war als Kind. Und ich habe da ja Dr. Slump gelesen. Also das war für mich so Dr. Slump, weil mit Dr. Slump kommen ja halt immer diese kurzen Comics drin vor von Akira Toriyama, wie der nur so, was der so sonst noch erlebt. Und der jammert ja auch eigentlich nur rum, die ganze Zeit. Obwohl der einen super erfolgreichen Manga hat, da war Dragon Ball natürlich noch nicht abzusehen zu dem Zeitpunkt, aber der konnte ja davon leben. Der lebte ja schon den Traum. Mm. Aber der sagt trotzdem nur, es ist so viel Arbeit, ich will lieber Modelle bauen, ich finde keine Frau, weil ich nur die ganze Zeit in meiner Bude sitze und nicht rauskomme und so. Wo ich so gedacht habe, ja, das fand ich sehr sympathisch irgendwie so. Wo ich gedacht habe, ja, das ist irgendwie... Also mir hat das gut gefallen, aber ich glaube, das ist das Gefühl irgendwie... Das ist, die meisten Leute mögen das nicht so gerne, wenn die Leute immer so traurig sind. Ja, das sowieso. Also du musst natürlich immer nach außen hin... Wenn du erfolgreich mit irgendwas im Netz sein willst, primär für Spaß sorgen. Ich glaube, es ist relativ selten der Fall, dass jemand mit was Nachdenklichen, Philosophischen, was total kniffelig Ausgeklügelten so erfolgreich wird, wie jemand, der einfach nur Witz macht. Und bei Akira Toriyama, gut, der war damit erfolgreich, aber der ist ja nicht deswegen erfolgreich, sondern der ist ja eben wegen Dragon Ball vor allem so erfolgreich, wo er dann gesagt hat, ich gehe nochmal eine Stufe runter, also ich mache es nochmal einfacher für die Leute. Und in den Dragon Ball Manga hast du denn dann nämlich auch nicht mehr die autobiografischen Jammer-Comics drin. Tja. Ah, ich jammer doch so gern. Ich habe halt so viel zum Jammern. Das ist es halt. Die Welt gibt sich nicht viel Mühe. Es ist immer alles ein Jammertal. Und dafür machen wir ja das Format, dass die Leute wissen, wie es ist. Es ist wie früher, die alten Folgen mit dem Olli Schulz und Jan Böhmermann. Das alte Sanft und so. Als die es noch nicht geschafft hatten, war das auch ganz schlimm immer, wie es in ihrem Leben zuging. Ich dachte immer, da kann ich mit connecten.
Und wenn ich mir das jetzt anhöre, da geht es nur noch darum, dass der neue Maserati irgendwie Lackschaden hat und der Typ, der da das Elfenbein zu Lack zermalt, der hatte gerade eine Kaviarvergiftung und kann deswegen bis nächsten Dienstag den Lack nicht anrühren. Ja. Ich bin raus. Ich kann da nicht mehr mit connecten. Ich brauche so dieses Street-Level-Jammern. Aber schon aus der Branche, wo wir sind, grob. Ich wollte in dem Podcast eigentlich erzählen, dass gerade mein Abfluss verstopft ist, meine Spülmaschine aber auch generell irgendwie kaputt ist und meine Waschmaschine auch kaputt ist. Oh. Und damit können die Leute doch connecten, oder? Hast du mal geguckt, ob Strom an ist? Ja. Okay. Daran liegt nicht. Ich habe auch schon versucht, an- und auszuschalten. Hat auch nicht geholfen. Das ist wirklich, also da kann man gar nichts mehr hinzufügen. Ja, da kann ich halt jetzt keine Wäsche mehr waschen und auch kein Geschirr mehr abputzen. Ich kann halt nichts mehr essen und habe auch keine saubere Kleidung mehr. Ja, aber das ist ja das Gute an Corona. Wen interessiert's? Ja, ich muss ja trotzdem rausgehen, weil ich ja einen systemrelevanten Beruf habe. Und das haben wir jetzt davon. Eigentlich müssten jetzt die Leute mir ihre Spülmaschinen und Waschmaschinen und Häuser generell zur Verfügung stellen. Ach so, ja. Jochen, wie läuft's mit deiner Internetkarriere? Du kannst nicht klagen, oder? Ich glaube, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Wortspiele und Cosplay-Fotos. Genau. Da darf aber nicht noch was dazu kommen, Jochen. Ne, ich gucke jetzt gerade noch mit Backgeschichten. Was? Jochen, waren das deine Zimtrollen gestern im Internet? Mohnrollen, ja. Mohn? Mhm. Mein lieber Schwan, da habe ich aber gestaunt. Mhm. Ich dachte nämlich, vielleicht hat es deine Mutti gebacken. Dachte ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber da hat der Jochen 2 Bleche Mohnrollen also, gebacken. Um die Illusion zu zerstören, mitgeholfen. Naja. Also, na, so fängt's an, Joch. Ich habe die Mohnmasse gemacht. Bist du Schüler, aber bald bist du Meister. Genau. Die Mohnmasse gemacht, jetzt den Hefeteig. Du hast das Foto gemacht, oder nicht? Hefeteig hat meine Mutter gemacht. Ja. Aber wer hat's dann alles gegessen? Jochen müsst nämlich auch mal drüber nachdenken. Ja, genau. Da bin ich wieder ganz weit vorne mit dabei. Ach man, schön. Nee. Ich aber wünschte, ich hätte Jochens Stoff wechseln, dürfte sowas essen. Hat mich auch schon längst nicht mehr gesehen, oder? Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hattest du volles blondes Haar, Sixpack und rittest auf einem Gaul. Genau. Und kaum isst man ein paar Mohnschnecken, dann ja, siehst ja dann. Nee, aber ich finde auch, das Einfachste, um glücklich zu werden, ist, sich keine Ziele zu setzen, weil dann kann man sie nicht erreichen. Ich weiß nicht. Genau wie der Tipp, wenn man nicht gut Hände zeichnen kann, einfach die Hände, dass die Figuren immer so die Hände hinterm Rücken haben. Oder dass die gerade nicht im Panel zu sehen sind. Oder einfach nur Füße zeichnen, da hat man auch eine ganz eigene Fanbase. Ja, schönes Schlusswort. Jo. Wie traurig. Hab keine aber. Träume. Es stimmt ja auch irgendwo, aber. Statt follow your dreams, don't have a dream. Just consume. Consume and reproduce. Na, eben nicht genau. Wirklich reproduce. Aber ich finde es halt ganz komisch, weil ich glaube, Huki, du und ich, wir sind beide so Leute, wir haben immer viele Projekte, viele Vorstellungen, wo wir mal hinkommen könnten, wenn es gut läuft. Follow only one dream, müsste es heißen. Ja, aber dem dann ordentlich. Ja. Und ich kann das immer nicht verstehen, wenn andere Leute nicht all diese Ambitionen haben. Und ich wundere mich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau rede und dann so mal Gespräch habe, einfach nur, ja, was hast du denn so vor für diese Woche? Und da kommt dann immer nicht so richtig was Spezifisches. Das ist dann so, wie, ja, mal spazieren gehen,
mal schön was ja, essen. Und die ich ist halt mit mal, dir verheiratet. Die ist angekommen. Ja, das stimmt. Ja, aber es ist tatsächlich so. Wenig Ziele, also die am besten nur ein Ziel und dann nur darauf hinarbeiten. Also so im Rollenspiel heißt es Min-Max. Also wirklich alles andere minimieren oder als nicht wichtig erachten und nur dieses eine Ziel als wichtig erachten und dann nur das machen. Und wenn man das dann erreicht hat, dann kann man sich überlegen, so okay, was mache ich jetzt dann danach? Aber bis du dort bist, brauchst du ja nicht Gedanken, um irgendwas anderes zu machen. Na Jochen, dann hast du aber das Problem wie ich oft, dass dein Haus in so Müll versinkt, weil du dann nicht mehr aufräumst. Ja. Weil du dann sagst, nee, ich muss meinen Comic jetzt zeichnen. Ich habe keine Zeit, den Müll rauszubringen. Ich habe keine Zeit, mich um meine kaputte Waschmaschine und Spülmaschine und verstopften Abfluss zu kümmern. Okay, natürlich alles in Maßen. Das wird jetzt wieder schwierig. Ich kann es mir rein... nicht den toten Postboten mir jetzt aus der Wohnung bringen. Der muss da jetzt noch liegen bleiben. Ich kann die Katze nicht füttern heute. Du musst es umformulieren. Wenn dich der Müll dran stört, deinen Comic zu machen, dann muss der Müll raus. Das tut er ja nicht. Ja, dann muss er nicht raus. Wenn der tote Postbote anfängt zu riechen, dann stört sich beim Zeichnen. Wir drehen uns im Kreis. Das ist doch aber gerade das Problem, was ich gerade... Ja. Ach nee, ich wollte ja nicht so höflich sein. Leute... Ihr, die gerade zuhört. Das war's für heute. Das war die zweite Folge von Abschnacker. Ich muss mir nochmal irgendwas Geileres überlegen, wie ich das abmoderieren soll. Ein Lied. Ich hab ja... das wisst ihr ja noch gar nicht. Das habe ich bis jetzt nur André geschickt. Ich habe ein Intro gebastelt für den Abschnacker. Podcast. Ach, schön. Den werde ich einfach mal an die erste Folge ranschneiden. Dann müsst ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Kann dann sein, dass ihr dann sagt, nee, mach mal was anderes. Denkt ihr mal was anderes aus. Ich find's gut. Ja. Dann ist er jetzt an der zweiten Folge auch schon dran. Vielleicht. Weil das wird ja vielleicht dann ab Folge 3 nicht mehr. Genau. Wenn nach Folge 2 alle schreien so, oh nein, das ist scheiße, mach's ja wieder weg. Mhm. Ja, schauen wir mal. Wir finden uns ja noch. Ich wette, wir werden so voller witzige Ideen bald sein. Und es ist alles da nur noch so ein Cluster an Rubriken, die großen 10 Imbiss-Snacks und sowas. Und am Ende kommt dann immer noch mal Hermann van Veen. Jemand zieht sich aus im Radio, pass auf. Aber das jetzt sind wir noch am Anfang und du musst das dann später, wenn das Ding gehypt ist und Platz 45 bei iTunes hat, dann nochmal rückwirkend anhören, um den Weg zu diesen ganzen Running Gags zu finden. Ja. Das wird dann, glaube ich, auch ganz interessant. Und es fehlt halt noch André. Man muss ja auch bedenken, alles, was irgendwie so in Richtung Running Gag abzielt, es funktioniert nur, wenn André da ist, der diese ganzen Witze abfangen muss, weil er die Zielfläche dafür ist. Aber vielleicht werden auch dann später Leute sagen, wo nur Jochen und Huki und Dave waren, hat mir am besten gefallen. Ja, das ist ja klar, dass die das sagen. Also besser wird's nicht, wenn dann André endlich mit dabei ist. Irgendwann werde ich dann mal durch Bjarne Mädel ausgetauscht. Dann wird's gut. Hm. Ja. Der hat's so, geschafft. Leute. Hm. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Na gut. Wir bräuchten wirklich sowas wie Hermann von Veen. Aber hier können wir uns nicht leisten. So, Ende jetzt. Ja, na gut.